Hallo Ernst, die Monika hat mich gebeten, dir meine Lieblingsübung für die Kreuzschmerzen, oder eigentlich gegen die Kreuzschmerzen, zu zeigen. Und was du dazu brauchst, ist eigentlich nur ein Sessel und ein bisschen Zeit. Pass auf, das Wesentlichste dabei ist, es sind zwei Bewegungen. Diese zwei Bewegungen werden dann zu einer kombiniert und das ist ein bisschen eine Aktion bezüglich der Koordination. Es fängt mit Beckenkippen an. Das heißt also, Beckenkippen heißt für mich Bauch raus, sozusagen Hohlkreuz, und Bauch rein, Rundrücken. Das ist einmal die eine Bewegung. Dazu muss das Becken so diese Bewegung machen. Muss man natürlich im Atmen kombinieren. Das heißt also, einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Das ist soweit klar. Die zweite Bewegung ist Kopfnicken. Das ist eigentlich auch ganz einfach, möglichst gerade sitzen. Kopf nach oben, Kopf nach unten. Kopf nach oben, Kopf nach unten. So, und jetzt kommt das wirklich Trickreiche, weil das ist die Bewegung, die man nicht gewohnt ist. Wir machen Beckenkippen nach hinten, also ausatmen. Und dabei würde man normalerweise den Kopf nach unten geben. Und beim Einatmen gibt normalerweise den Kopf nach oben. Jetzt kommt das Trickreiche. Die Bewegung ist genau umgekehrt. Das heißt also, bei Rundrücken kommt der Kopf nach oben und bei Einatmen, Bauch, Hohlrücken, kommt der Kopf nach unten. Und jetzt kommt damit diese Bewegung zustande, die so gegengleich ist. So. Nochmal langsam zum Mitdenken, gerade sitzen, runder Rücken, Kopf nach oben, Nase nach oben, hohler Rücken, Nase nach unten. Also. Ja, das mache ich dann, weiß ich nicht, 20 Mal, dann ein bisschen Pause, dann nochmal 20 Mal, muss genügen. Wenn dir das 20 mal zu viel ist, genügt auch 2x10 oder 3x10. Ich hoffe, es ist alles klar. Viel Spaß!